Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Wochenorakel, zu euren Wochenbotschaften für die Woche vom 15.06. bis zum 21.06., wo der Neumond auch ist. Ja, ich habe wie immer drei Stapel für euch gemacht in Bezug auf die allgemeinen Tendenzen für die Woche, auf Beruf und Finanzen und auf die Liebe. Und zum Schluss gibt es noch eine Achtsamkeitsbotschaft für die Woche für dich. Ja, entscheide dich für einen Stapel, für den ersten, zweiten oder dritten Stapel, für links, Mitte, rechts, so wie du es gerne bezeichnen möchtest. Gerne kannst du auch in mehrere Stapel reinhören und reinschauen, so wie du es fühlst und wie es halt für dich jetzt gerade auch ja, sich richtig auch anfühlt und wie du es in deinem Köpflein gerade auch für dich reinbekommst. Entscheide aber, wie gesagt, aus dem Bauch heraus und nicht mit dem Verstand. Es sind trotzdem allgemeine Botschaften, das heißt, sie können passen, müssen aber nicht. Ich sage aber immer irgendwas, wenn du dir einen Stapel bewusst ausgesucht hast und das bewusst wirklich aus dem Herzen heraus, aus dem Bauch heraus, dann wird irgendwas auch auf dich zutreffen und auch auf dich dann auch passen für die Woche. Ansonsten freue ich mich total, wenn ihr ein persönliches Orakel bei mir bucht. In den Kanalinfos und hier unterm Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, also meine Kontaktdaten. Bitte kontaktiert mich jederzeit sehr, sehr gerne. Und meine Qualifikation findet ihr auch, weil ich auch Coachings anbiete zu verschiedenen Themen und auch als Trainerin gewisse auch Trainings, wenn ihr ja, im Verkauf seid und da Unterstützung benötigt. Schreibt mich sehr, sehr gerne an. Ansonsten freue ich mich über jeden neuen Abonnenten, natürlich auch über meine alten, die mir immer treu zur Seite stehen. Vielen Dank für eure Kommentare, eure Likes. Und die neuen bitte ich jetzt direkt mal, mich kostenlos zu abonnieren, beziehungsweise den Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke nicht vergessen, diese auch zu aktivieren, weil es kommen jeden Tag Tagesimpulse, es kommen Neumond-, Vollmond-Botschaften, es kommen Spezialorakel, es kommen Single-Orakel, Berufsorakel, spezielle und. Schaut einfach mal in der Videoliste mal rein und irgendwas ist mit Sicherheit Passendes für euch dabei. Und wenn ihr natürlich einen Kommentar hinterlasst, freue ich mich auch. Und auch natürlich motiviert es mich, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, weil euch das Video gefallen hat. Okay, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit Stapel 1. Wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, dann bitte das Video kurz anhalten, denn wie gesagt, ich starte mit dem Stapel 1. So, was sind die allgemeinen Tendenzen für Stapel 1 für die Woche? Ich zeige es euch. Wir haben einmal das Schiff. Ich nehme ja die zweite Karte immer direkt mit dazu, damit ich beide zusammendeute. Und das Buch. Okay. So, hier heißt auf jeden Fall als allgemeine Tendenz, gibt es natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich versuche mal ein paar Möglichkeiten einzufangen. Es kann sein, dass diese Woche eine Reise tatsächlich geplant wird oder in die Umsetzung kommen, wovon ihr noch gar nichts heute wisst. Das wird sich im Laufe der Woche vielleicht entwickeln, ne, dass ihr da denkt, okay, jetzt machen wir spontan das und das oder ich mache spontan das und das, weil du ein gutes Angebot gesehen hast oder ihr. Das kann zum einen sein. Dann kann es auch sein, dass eine Weiterbildung stagniert hat. Das Buch steht ja auch für Weiterbildungen. Dass es stagniert hat, dass du nicht weitergekommen bist oder vielleicht du keine Entscheidung bekommen hast, vielleicht auch vom Chef, Chefin etc., weil du noch ein Seminar besuchen wolltest oder ein Seminar gecancelt wurde. Das kommt jetzt auf jeden Fall auch wieder in Bewegung. Das heißt, es kommt wieder in die Mache, es kommt wieder auf die Agenda, es wird wieder Thema sein. Ansonsten kann es auch gut sein, dass irgendetwas, was wirklich stagniert hat, egal in welchem Lebensthemenbereich bei dir, dass das diese Woche wieder Fahrt annimmt. Ne? Das Schiff ist nicht ganz so schnell und das Schiff hat ja immer auch mit Witterungen zu kämpfen, aber es heißt auf jeden Fall, es kommt in Bewegung, es geht nach vorne. Wenn es auch manchmal mit kleinen Schritten auch nur in Anführungsstrichen ist, das macht aber nichts. Irgendetwas zu irgendeiner Situation, Thema etc. kommt auf jeden Fall in Bewegung. Wir schauen uns gleich die anderen Karten noch weiterhin an, dann können wir wieder ein bisschen zusammen auch deuten. Vielleicht kommen dann uns ein paar mehr Impulse dann für die sozusagen Gesamtheit der Karten dann auch auf. So, für Buch und Finanzen habe ich gezogen. Oh, wir haben nochmal die Reise. Okay. Das Reisen ist Teil deiner Lebensaufgabe. So, ich nehme die zweite Karte direkt mit dazu. Ne? Das ist jetzt, habe ich gesagt, vorhin Liebe und Finanzen? Nee, ich hoffe nicht. Auf jeden Fall Beruf und Finanzen haben wir jetzt.
Sprich mit deinen Engeln, anstatt dir Sorgen zu machen, bitte um göttliche Führung. So, was auch sein kann, dass du oben, also sprich bei den allgemeinen Tendenzen, dass du das Schiff, das zeigt auch so die Handelskarte an und ja, wie gesagt, auch die Reisekarte. Es kann auch sein, dass du im Handel tätig bist und dass du im Außendienst halt tätig bist. Und da gibt es vielleicht auch Veränderungen, wovon du noch nichts weißt. Oder es kann auch sein, dass endlich wieder die Reise, die Außendiensttätigkeiten wieder Fahrt bekommen. Das heißt, wieder nach vorne gehen können. Davon weißt du noch nichts, dass auf einmal wieder Kundenbesuche zugelassen werden, dass vielleicht Kunden wieder offener sind und nicht alles in Anführungsstrichen nur online stattfinden muss oder stagnieren muss, verschoben werden muss oder nur per Telefon geregelt werden muss. Weil wir haben hier ja nochmal, bei Beruf und Finanzen haben wir ja nochmal die Reisekarte. Und wir haben ja hier, Reisen ist Teil deiner Lebensaufgabe. So, das kann gut sein, natürlich kann es auch sein, dass du im Tourismus bist und was halt stagniert hat oder dass du Flugbegleiterin oder Flugbegleiter bist oder Pilot bist oder Unternehmensberater oder Trainer wie ich und auch viel reist und. Das ist also ganz, ganz viele Optionen sind da möglich. Das kann gut sein, dass das jetzt alles wieder sozusagen in die Wege kommt. Also es wird wieder leichter werden und das ist auch das, was du dir wünschst, weil du hast die Nase vielleicht voll vom Homeoffice und willst wieder deine Reisetätigkeit aufnehmen. Noch dazu, wenn natürlich im Außendienst bist, heißt Reisen für dich auch Provision, ne? Also es heißt, zum Fixum kommt dann natürlich noch der variable Anteil durch die Provisionen und das kommt jetzt wieder ins Rollen. Und da ist ganz wichtig dein Glaube, ne? Also hier ist ganz wichtig, natürlich musst du nicht mit Engeln sprechen, wenn du nicht an Engel glaubst oder wenn du nicht an, ja, an, ne, ich sage jetzt mal auch an Gott oder wie auch immer, an wen auch immer glaubst, das musst du gar nicht, aber trotzdem gibt es ja etwas und wenn du es in Anführungsstrichen nur du selbst bist, was total toll ist, wenn du auf dich sehr vertrauen kannst, dann vertraue dir, weil es wird alles gerichtet. Sprich es aus, was wichtig ist, ne? Was für dich wichtig ist, was dir jetzt Kummer und Sorgen bereitet, ne? Wo du vielleicht sind das finanzielle Ängste aufgrund, weil die Reisetätigkeit eingeschränkt war, weil du beruflich nicht in dem Sinne weiterkommen konntest, ne? Aufgrund dieser herausfordernden Zeit, es gab keine Aufträge mehr, vielleicht bist du auch selbstständig, ne? So wie ich zum Beispiel meine Trainings nicht mehr in Unternehmen machen durfte, weil Veranstaltungen nicht erlaubt waren, ne? Gut, das geht jetzt ab Mitte Juni wieder los. Das ist auch schön und es ging auch schon, jetzt auch schon, wie heißt es mal, letzte Woche bei mir los. Aber es geht halt mit kleinen Schritten voran. Ne? Das ist genauso wie das Schiff geht in Bewegung mit kleinen Schritten. Ne? Und, aber das macht nichts. Hauptsache es geht ja in Bewegung. Aber wichtig ist, bleib in der Vertrauensbasis. Jetzt bei Beruf und Finanzkarten ist ganz wichtig, dass du da wirklich auf der Vertrauensebene bleibst und nicht dich aus der Ruhe bringen lässt. Es wird alles gut. Es geht alles wieder seinen Gang. Es geht wieder in Fluss. Ne? Hier oben haben wir das ja, dass es wirklich in Bewegung kommt, wovon du jetzt aber noch gar nichts weißt. Ne? Vielleicht ist es wirklich in diese Richtung, dass du noch daran so zweifelst und das gar nicht die Realität siehst, dass es jetzt wieder wirklich Schritt für Schritt nach vorne geht. Vertraue aber drauf, ne? Und mach dir nicht so viele Sorgen im Beruf und Finanzen. Es wird alles wieder die richtige Richtung gehen, auf jeden Fall, ne? Und das wirst du wirst es auch erfahren. Diese Woche gehen die ersten Schritte auch los in diese Richtung, ne? Und dann wirst du wieder dein finanzielles Polster wieder mehr aufstocken können, wieder die Basis bekommen, ne? Und wirst da auch wirklich wieder sorgloser sein können. Ne? Wichtig ist wirklich, hör auf dich, hör auf wirklich dein Inneres, ne? Weil wenn du das wirklich hinterfragst, ob du klarkommst, ob du, ich sag jetzt mal, Brot hast, ob du, ich sag jetzt mal, ein Bett hast, weiß ich nicht, ne? Also alles so diese essentiellen Dinge, ob du das alles hast, womit du ja schon mal zufrieden sein kannst. Das andere ist natürlich on top. Und wir machen uns oftmals zu viele Sorgen und wir haben zu viele Ängste, die von anderen Seiten herrühren, die uns dahingehend aber dann so blockieren und gar nicht mehr ins Positive blicken lassen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig,
Vertraue da auf dich. Bitte, entweder wenn du an Engel, an Gott glaubst, bitte wirklich gib's nach oben ab und sei da in der Sorglosigkeit und vertraue da, dass dir geholfen wird. Ansonsten vertraue auf dich, hör auf dich, auch wirklich auf deine innere Stimme, die dich dann auch im Leben bisher so weit gebracht hat, dann, dass du da halt einfach versuchst loszulassen, dass du ins Vertrauen gehst, denn alles geht hier in Bewegung, auch wenn du es vielleicht noch nicht spürst und noch nicht weißt, aber es geht auf jeden Fall in Bewegung nächste Woche. So, jetzt schauen wir mal in Liebe noch, was wir da haben. Da haben wir einmal befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Okay, ich nehme die andere Karte direkt mit dazu. Und die Verlobung. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Ja, auch eine ganz tolle Geschichte. Also ich habe ja vorhin auch von Ängsten gesprochen, ne? Und es ist, ja, wichtig ist, dass du Ängste auch loslässt, ne? Dass du, ja, wirklich bei dir bleibst, dass du, ja, wie es hier bei den Liebeskarten so schön heißt, geh wieder in deine Stabilität, in deine Kontrolle zurück, ne? Dann bist du auch viel offener und kannst die Liebe auch ja, anders leben, sorgloser leben, vertraue mehr auf dich, ne? Vielleicht hast du wirklich jetzt durch die herausfordernde Zeit, hast du ja so viele Ängste, Blockaden gehabt, dass du dich auch vielleicht in Liebesdingen auch sehr ja, ich sag mal, zurückgezogen hast, ne? Und vielleicht war auch der Punkt, dass du dich abhängig gemacht hast, weil du vielleicht finanziell mäßig gerade dann in der Zeit jetzt nicht gut aufgestellt warst, ne? Aufgrund dieser herausfordernden Zeit, auf diesen Einschränkungen, Beschränkungen, ne? Jetzt ist aber in der Zeit, wieder dein Ich zu leben, zu vertrauen auf dich, auf deine, ja, auf deine, ich sage jetzt mal, mir fällt gerade das Wort gerade nicht ein, aber auf deine, Mann, jetzt fällt mir das ärgert mich immer, wenn mir ein Wort jetzt nicht einfällt, aber vertraue auf deine Fähigkeiten, so, jetzt habe ich das Wort wieder, Entschuldigung. So, vertraue auf deine Fähigkeiten, auf dein Können, ne? Vielleicht hast du eine herausfordernde Zeit, wo du blockiert wurdest halt auch und weil es stagniert ist, weil du nicht, nicht raus konntest in dem Sinne, arbeiten konntest richtig, wie du es wolltest, Geld verdienen. Vielleicht hast du da wirklich so ein bisschen die Kontrolle abgegeben und dich, ja, ich will nicht sagen gefangen gemacht, aber trotzdem war es so, dass du da in so einem Kreislauf drin warst. Und jetzt geht es wirklich, es geht in Bewegung hier, ne? Auch wenn du es vielleicht noch nicht so ganz glaubst und noch nicht siehst, es ist ja noch im Verborgenen, es kommt jetzt auf jeden Fall. Und dann kannst du auch wieder deine Liebe anders leben, nicht in der Abhängigkeit, sondern wirklich so frei, weil du kannst auf dich bauen, du kannst wieder auf deinen Beruf, auf deinen Job, auf deine Einkünfte bauen. Es geht jetzt Schritt für Schritt in diese Richtung auch. Und das heißt, dass du in der Liebe dann halt wieder dich fallen lassen kannst, dass du nicht dieses Gespür für dich verspürst, dass du eine Liebe leben musst, in Anführungsstrichen, um halt finanziell abgesichert zu sein. Ne? Ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir noch eine Achtsamkeitsbotschaft für die Woche für dich. Okay, es ist auch der erste, beziehungsweise die Überschrift finde ich schon klasse. Wie geht's dir? Wenn dich heute jemand fragt, wie es dir geht, denke einmal bewusst über diese Frage nach. Wie geht es dir eigentlich heute? Gibt es etwas, das dich bedrückt? Ja. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, geh mehr ins Vertrauen, vertraue dir selbst, dann geht's dir auch wieder besser. Sei in deiner Mitte. Wenn du nicht an Engel, Gott etc. glaubst, dann vertraust du ja auf dich und dann geh wirklich bei dir rein. Und wenn du es nach oben hin abgibst, dann sprich mit Gott oder mit den Engeln, sprich mit jemandem, an den du glaubst, dem du vertraust, ne? Und sag, kommuniziere, was dich bedrückt. Und trotzdem hab im Hinterkopf auf jeden Fall, weil das haben wir ja gerade durch die ganzen Karten gesehen, es geht jetzt in Bewegung, es geht jetzt nach vorne, ne? Es geht auf jeden Fall, wir haben die doppelte Reisekarte, was für mich die doppelte Bewegungskarte ist. Das heißt, ne, du musst gar kein Außendienstler, Außendienstlerin sein, du musst gar nicht unterwegs sein. Das kann man auch ganz klar darauf münzen, es geht auch finanziell und beruflich, geht es einfach nach vorne, weil es kommt in Bewegung. Wenn du vertraust und wenn du halt auch mal was abgibst nach oben, oder halt dir selber halt, ne, in dein Inneres hörst und wirklich da
wirklich das Positive wieder herauskramst, ne? Und dann kannst du auch die Kontrolle wieder über dein Leben wieder herbekommen, ne? Und dann wird es dir auch wieder gut gehen. Dann kannst du auch wieder Liebe leben und dann kannst du wieder frei sein für dich, empfangen, was ganz, ganz wichtig auch für dich natürlich auch ist, als eigenständiger Mensch, ne? Das muss man so zu sehen. Deswegen, ich lasse mal die Wie-geht's-dir-Karte oben drauf. Ich und die Verlobungskarte, weil ich die echt auch schön finde. So, ich lass die Karten dann wie immer mal hier so stehen. So siehst du es auch nochmal. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine Woche mit vielen Erkenntnissen, mit viel Bewegung in allem, wo du es dir wünschst. Ne? Vertraue darauf und wenn du wirklich an jemand anders noch glaubst, dann gib es ab und versuch wirklich zu vertrauen, dass es jetzt wirklich Schritt für Schritt nach vorne geht. Wie gesagt, ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. So, jetzt gehen wir zum zweiten Stapel. Da schauen wir mal, was hier die allgemeinen Tendenzen für die Woche sind. Da haben wir einmal die Wolken gezogen. Ich nehme die zweite Karte wie immer direkt mit dazu in der Deutung. Die zweite allgemeine Tendenz sind die Mäuse. Okay, so bei dir ist auf jeden Fall in dieser Woche etwas, wo du gerne Klarheit drüber haben möchtest. Ne? Irgendwas hat dich vielleicht angepiesert, du hast vielleicht wirklich Verluste auch erlebt und willst wieder Hoffnung, nach Hoffnung streben und willst wieder in die Positivität gehen und irgendwas ist noch diese Woche, was dich daran noch irgendwie hindert. Ne? Wir haben einen Sehen, die dunkle Seite bei den Wolken geht raus. Das heißt, du bekommst hier Klarheit über etwas, was dir Sorgen bereitet hast. Ne? Wenn du wirklich etwas verloren hast zum Beispiel, ne? Also ich versuche ja immer verschiedene Situationen hier aufzuzeigen. Ich kann ja leider bei einem allgemeinen Orakel hier nicht alles kreieren, aber ich versuche mal so ein paar Sachen hier zu kreieren und möglich zu machen, damit ihr euch was da greifen könnt und dass es auch ein bisschen passt dann für euch. Es kann wirklich sein, dass du vielleicht auch wirklich was verloren hast, ne? Und jetzt bekommst du darüber Klarheit, weil die, ich sag mal, helle Seite zeigt ja zu den Mäusen, das heißt, dass wirklich da Aufklärung kommt, ne? Und wenn du Zweifel hattest oder du angeknackst warst, in schlechter Stimmung warst, irgendwie, ne, sauer warst, das geht auch raus, ne? Das ist so, es ist auf jeden Fall diese Woche, das ist ja ein Wochenorakel für diese Woche, es ist auf jeden Fall da, aber durch diese helle Seite der Wolken heißt es auch, es wird auch ganz schnell wieder vergehen, ne? Vielleicht gab es auch finanzielle Verluste, also Verluste vielleicht gar nicht in dem Sinne, dass du was verloren hast, sondern dass halt finanzielle Ausgaben da waren, die dich vielleicht irgendwie im Unklaren gelassen haben, ob du dir das überhaupt erlauben kannst, ob du nicht ein großes Defizit, ein großes finanzielles Loch jetzt dadurch bekommst. Ne? Das ist aber nur eine kleinere Ausgabe gewesen. Vielleicht war es eine Waschmaschine, eine Spülmaschine etc. Aber trotzdem warst du für dich da sehr blockiert, weil du gedacht hast, Mensch, das passt jetzt aber nicht in meinen Budgetplan rein. Das Geld habe ich derzeit eigentlich gar nicht dafür und, und. Hier kommt auf jeden Fall Klarheit diese Woche über dieses, ne, was du vielleicht jetzt wirklich ausgegeben hast, wo du wirklich da wieder sagen kannst, okay, das passt, es kommt von der anderen Seite, kommt wieder Geld herein, ne, oder. Es sind da wieder verschiedene Optionen halt möglich. Ne? Das ist ja immer so, wir schauen aber weiter, weil dann kann man da drauf ein bisschen ausbauen. Wir haben jetzt für Finanzen und für Beruf haben wir die Karten gezogen, die Rednerin oder Redner. Deine rhetorischen Fähigkeiten sind Teil deiner Lebensaufgabe. Okay, und dann schauen wir direkt in die zweite Karte auch rein, was die uns noch dazu sagt. Lass los. Entferne dich aus dieser Situation, um sie zu lösen. Okay, ich meine, wir haben ja durch die Mäuse auch die Verlustkarte in dem Sinne gezogen. Also etwas ist, wo du halt ein bisschen angeknackst bist, wo du sauer bist, wo du vielleicht zweifelst, enttäuscht bist, etwas, ne, ist im Endeffekt die Situation, dadurch, dass wir jetzt die helle Seite wirklich da dran haben, heißt es auch, dass du es auch wirklich loslassen kannst. Es gibt vielleicht eine Situation hier,
im Beruflichen, was dir nicht so ganz passt. Ne? Also das sollte geklärt werden, das sollte angesprochen werden und nutze jetzt, also ich übertrage das, ich sage gleich mehrere Situationen wieder dazu, aber ich übertrage das jetzt auch hier, dass du halt deine rhetorischen Fähigkeiten, du kannst also als Redner, Rednerin, kannst du, das musst du nicht beruflich machen, als Typ Mensch kannst du gut kommunizieren, kannst gut reden und nutze jetzt dieses, diese gute Fähigkeit, diese gute Stärke an dir, ne? Also jetzt verdoppel ich das sogar, die gute Stärke, ja, die Stärke an dir, nutzt das, dass du hier irgendwas klären kannst, ne, im beruflichen, finanziellen, ne? Habe ich ja vorhin auch gesagt, es kann ja auch sein, dass du irgendwas ausgeben musstest, was für dich nicht so gut gewesen ist, beziehungsweise was dir wirklich ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat. Und dass du das vielleicht auch von woanders wieder zurückholst. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, auch ein Versicherungsschaden oder, wo du was bezahlen musstest. Ne? Da kommt ja jetzt Klärung und Klarheit rein. Und das heißt ja damit, dass du das loslassen kannst. Ne? Irgendwas im beruflichen, finanziellen tut dir einfach nicht gut. Rede darüber. Ne? Also es kann natürlich auch sein, jetzt wirklich, dass du im Job Redner bist, ne? So wie ich Kommunikationstrainerin bin, rede ich viel und kann mich normalerweise auch rhetorisch ausdrücken und es ist ja mein Job auch, wenn ich mich richtig vorbereite, hier mache ich ja alles immer direkt on point, also sprich, ich gucke ja mit euch zusammen die Karten an, ich habe es mir ja vorher nie angeguckt, weil ich es immer wichtig finde, es bleibt ja dann auch authentisch und deswegen darf ich mich auch mal verhaspeln, das erlaube ich mir sogar dann auch, aber es ist, ihr wisst, dass es dann wirklich aus dem Herzen kommt, wenn ich jetzt die Botschaften hier rüberbringe und nicht, dass die gestellt sind, weil das ist immer das, was ich nicht so gerne mag, weil dann könnten die Karten auch hier schon offen liegen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall kann es hier wirklich sein, dass du im Job vielleicht auch viel reden musst, in Anführungsstrichen, und darfst auch. Vielleicht bist du auch eine Führungskraft, vielleicht bist du auch ein Projektleiter, ne? Vielleicht bist du im Außendienst, der verkaufen muss und so. Aber es gibt hier irgendetwas, was dir nicht gut tut. Irgendwas ist im Job, was dir nicht so wirklich gut tut. Ne? Also es kann auch sein, wenn du jetzt nicht mehr arbeitest, wenn du zu Hause alles managst, ne, dann arbeitest du zu Hause ganz viel und ich habe hohen Respekt, wenn man eine Familie und alles unter einem Hut bekommt und alles dann zu Hause ordentlich managt, dann rede dort. Es kann auch sein, dass du zu Hause mit deinem Partner, Partnerin reden solltest, ne? Oder halt mit den Kindern. Ne? Da gibt es auch ganz verschiedene Situationen. Auf jeden Fall irgendeine Situation, die solltest du regeln. Ob es jetzt wirklich familiären ist, weil du halt nicht mehr arbeitest in dem Sinne, ne? Also nicht bitte wieder als Wertminderung für zu Hause arbeiten, ne? Das meine ich nicht. Ihr seid da, wird von mir total wertgeschätzt, wenn ihr alles mit Kindern und so managt. Aber dann rede dort oder halt im Job, ne? Oder es kann auch sein, dass du irgendwas, ja, ich sag jetzt mal, wo du dich beworben hast oder so, ein neuer Job oder so in Aussicht ist oder vielleicht eine neue Position im Unternehmen, wo du gerade bist, ne? Was nicht so ganz gut läuft, ne? Was vielleicht erst auch so aussah oder dass du es vielleicht in Anführungsstrichen verloren hast, ne? Aber wir haben ja jetzt bei den Mäusen auch die helle Wolkenkarte, was wirklich heißt, dass es sich zum Positiven auch wieder ändert und zur Klärung auch und auch zum Wohlfühlen. Ne? Deswegen red da ganz offen, vielleicht kann man irgendwas revidieren, auch ganz wichtig im Job und Finanzen. Ne? Auf jeden Fall etwas, was dich bedrückt, solltest du mit deiner Stärke, dass du gut kommunizieren kannst, dass du überzeugend kommunizieren kannst, dass du Befürworter bekommst, ne? Also Menschen, die das, was du sagst, auch schätzen, nimm das bitte wirklich als Stärke und als Anlass, dass du hier kommunizierst, ne? Wenn es dir nicht gut geht und wenn es irgendwo noch einen Haken gibt oder wo irgendwie noch Zweifel, Sorgen etc. sind, bitte wirklich kommunizieren, weil als allgemeine Tendenz hast du hier die Klärung mit der hellen Seite, mit der positiven Klärung, also es kommt, du wirst dadurch weiterkommen für dich, du wirst da wieder eher das Glück spüren, als wie du es jetzt spürst. So, dann schauen wir noch in die Liebeskarten. Was haben wir da? Sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Okay, wir nehmen die zweite Karte noch dazu. Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Wer möchte sowas nicht erleben, oder? So, hier heißt es für mich in der Liebe, entweder seid ihr in Partnerschaften, das kann natürlich sein,
Und was ist denn hier für ein Fussel? Den tun wir mal weg. So. Entweder seid ihr in Partnerschaften und da heißt es einfach, sich wieder neu erleben, zusammen wieder neu transformieren, ne? Neues Entdecken an dem anderen, ne? Das kann gut sein, wenn ihr also schon eine lange Beziehung lebt. Also bei euch stimmt es auf jeden Fall. Und hier kommt nochmal auch hier die, ne? Es besteht eine magnetische Anziehung. Das heißt, ihr könnt miteinander sprechen, ihr könnt miteinander lachen etc. Das heißt, wenn du Sorgen, Themen hast im Job und finanziell, ne? Oder beides, ne? Das weißt du jetzt besser, dann red mit deinem Gegenüber darüber, ne? Bei euch passt es und seid offen und ehrlich zueinander. Ne? Ihr könnt miteinander, du kannst sowieso kommunizieren, weil du bist halt hier rhetorisch sehr befähigt. Und wenn ihr euch jetzt oder wenn du jemanden gerade neu kennengelernt hast, ne, dann ist ja dieses Knistern da, wenn man sich kennenlernt und die Chemie stimmt, vertrau da drauf, ne? Keinen Haken sehen, einfach drauf einlassen, ne? Also vielleicht gibt es irgendwelche Situationen, wo du vielleicht mal zwischendurch mal nachdenkst, soll das so sein, kann ich wirklich so viel Liebe jetzt wieder spüren dürfen, ne? Ja, darfst du, es passt hier alles, ne? Habt ihr wirklich den Freifahrtschein von mir, in Anführungsstrichen, aber durch die Karten halt, ne? Das ist wirklich, ihr werdet euch näher kommen, umso mehr euch kennenlernt, ne? Es kann auch sein, dass ihr euch jetzt gerade noch gar nicht getroffen habt, aber durchs Internet oder so passt einfach alles, ne? Dann bitte gebt die Chance, dass ihr weitergeht, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr Liebe lebt. Und für die Singles kann es gut sein, dass ihr jemanden begegnet diese Woche, wo es einfach passt. Es passt einfach und es ist ausbaufähig und darauf sollt ihr auch mal vertrauen, ne? Also bitte keine Zweifel haben, ne? Vielleicht kommen auch hier von den Tendenzen, kommen hier Zweifel auf in Bezug einer neuen Liebe oder so. Nein, bitte nicht vertrauen, weil das ist jemand, wo die Chemie stimmt, die magnetische Anziehung, also besser geht's doch nicht, ne? Und wie gesagt, du kannst gut reden, also kommuniziere ganz offen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber lass es zu, dass du auch dahingehend glücklich werden darfst in der Liebe wieder. Ne? Und wenn etwas in der alten Liebespartnerschaft aufleben soll, sich neu entwickeln soll, dann ist das die beste Woche dafür. Ne? Weil ihr seid einfach ganz dicke miteinander, ne? Und es passt einfach alles. Also sehr, sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Achtsamkeitsbotschaft für die Woche für dich. Freizeit. Freizeit bedeutet genau das. Es ist deine freie Zeit. Es heißt nicht, dass du sie komplett verplanen musst. Nimm dir Zeit für dich selbst. Gönne dir etwas, das dir gut tut und verbringe die Zeit mit schönen Dingen. Du musst keine Angst haben, dass du dabei etwas verpasst. Auch meine ganz tolle Botschaft, ne? Also, kommuniziere hier deine Sorgen auf jeden Fall, ne? Vertraue, dass diese Zweifel, Ängste, Situationen durch die helle Seite der Wolken wirklich rausgehen, wenn du sie loslässt, indem du halt kommunizierst, ne? Damit du deine Stärke auch, deine Fähigkeit auch nimmst, dass du dich mitteilst, ne? Dass es besser werden kann, ne? Und vertraue da wirklich, dass du es abgeben kannst, ne? In der Partnerschaft passt ihr super zusammen, wenn ihr schon lange auch zusammen seid, dann kannst du da auch sprechen, du fühlst dich wohl. Wenn du jemand Neues kennenlernst, kannst du dort auch sprechen, ne? Also sprechen, also in dem Sinne, dass ihr euch gut miteinander halt verständigen könnt, dass ihr auf einer Wellenlänge seid, eine Basis findet, ne? Es ist egal, ob jemand neu kennengelernt hast oder du als Single, wenn du Single bist, jetzt jemand neu kennenlernst, ne? Und deswegen ist es wirklich, versucht die Sorgen durch Kommunikation auch wirklich loszuwerden, anzusprechen, sie in die Veränderung zu bringen, ne? Und dann gönn dir, wenn du das alles geleistet hast hier auch, weil wirklich da viel auch wieder dahinter steckt, dann gönn dir auf jeden Fall auch Zeit für dich, ne? Das ist auch ganz wichtig, auch in der Liebe, ne? Trotzdem für sich Zeit noch immer noch irgendwo, ja, versuchen irgendwo, ja, frei zu schaufeln einfach, ne? Und mit schönen Dingen. Das kann aber natürlich auch, die schönen Dinge kann man auch teilen mit einem Partner, Partnerin oder mit, wenn man ein Date hat oder so. Da kann man es natürlich auch ganz tolle Zeit miteinander und seine freie Zeit da integrieren, ne? Genieß auf jeden Fall, geh aus dieser, ich sag mal, Zweifel, ängstlichen, Verlust, sorgenfreien Situation, geh da raus, indem du was machst, indem du was loslässt, ne? Indem du was bewirkst, auch mit deinen Worten. Geh da nach vorne und schaufel dir für die liebe, liebe, ganz tolle freie Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Glaub an dich und kommuniziere auf jeden Fall.
Okay, dann schauen wir noch in den dritten Stapel zu den allgemeinen Tendenzen. Was haben wir da? Da haben wir einmal den Mond. Und ich nehme die zweite Karte wie immer damit dazu. Und den Brief, die Nachrichten. Okay, sehr schön. Könnt ihr sehen, genau. So, diese Woche kommen gefühlvoll emotionale Nachrichten auf dich. Ja, herbeigehuscht, wie auch immer. Das kann natürlich jetzt in schriftlicher Form sein, es kann aber auch sein, ja, schriftlich, WhatsApp ist auch schriftlich, kann Mail sein, kann per Post sein, kann aber auch ein tiefgründiges Gespräch sein, ne? Das kann auch auf jeden Fall sein. Es kann auch ein Gespräch sein mit vielen Emotionen, also sprich auch wechselnden Emotionen. Das heißt, der Mond wechselt ja auch seine Seiten und seine Form und ne? Neumond, Halbmond. Vollmond, abnehmender Mond, es gibt ja ganz verschiedene Monde, aber es wird auf jeden Fall eine Nachricht sein, ja, die schon ein bisschen enger, ernsthafter halt auch ist, ne? So kommt er mir jetzt gerade auch so in den Kopf, also sprich, die sehr wichtig ist auch diese Nachricht, ne? Und der Mond steht aber auch für Erfolg, das kann auch gut sein, dass es eine positive, also eine sehr erfolgsorientierte, positive Nachricht ist, worauf du auch die ganze Zeit schon wartest, ne? Dass es endlich, weil es für dich so wichtig ist, weil es für dich mit ganz vielen Emotionen behaftet ist, möchtest du endlich diese Nachricht haben. Für mich ist die Nachrichtenkarte aber auch ein Austausch, also auch ein Gespräch, ne? Also man kann auch in einem Gespräch, in einem Telefonat oder in einem Treffen darüber halt kommunizieren. Auf jeden Fall etwas, was für dich wirklich emotional auch wichtig ist, wird diese Woche ja geklärt. Ist das falsche Wort jetzt, aber es wird auf jeden Fall für dich da eine Antwort kommen durch eine Botschaft, ne? Ob jetzt mündlich beim Treffen oder per Post oder per Mail oder WhatsApp, das wird man dann sehen. Ne? Auf jeden Fall kommt da etwas. Wir gucken aber weiter, weil dann kann man die Karten noch ein bisschen besser zusammendeuten. Wir haben jetzt die für Beruf und Finanzen. Haben wir den kreativen Ausdruck. Deine Seele sehnt sich nach kreativem Ausdruck. Okay, ich nehme die zweite Karte direkt wie immer dazu. Umweltschützerin. Du bist ein Erdenengel, geboren, um die Natur und die Tiere zu schützen, für sie zu sorgen und andere Menschen zu lehren. Ja, sehr schöne zwei Karten, was für mich auf jeden Fall heißt, du bist ein ganz kreativer Mensch, eine ganz kreative Seele. Du bewirkst ganz viel durch deine Kreativität, ne? Du bist jemand, der sehr achtsam ist, auch mit seinem Außen, ne? Du bist also jemand, der die Natur auch liebt. Vielleicht arbeitest du auch in der Natur, ne? Vielleicht bist du auch als Umweltschützer, Schützerin unterwegs, ne? Du bist jemand, der kreativ ist, ne? Vielleicht malst du, vielleicht legst du selber Karten, bist spirituell unterwegs, bist ja, singst oder spielst ein Instrument oder. Es ist auf jeden Fall das, was du leben solltest, wenn du es noch nicht lebst. Ne? Also auf jeden Fall deine kreative Ader und auf der anderen Seite, wie gesagt, nochmal verbunden mit der Natur und ja, mit den Tieren, mit den ganzen Wäldern und so, dass du sehr, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, du bist sehr achtsam, du bist wahrscheinlich auch von der Nahrung her jemand, der darauf achtet, was er kauft, ne? Um da auch wirklich da zu schauen, ich jetzt mal zum Beispiel jetzt nicht zu viel Plastik, ne? Dass man immer da bewusster ist. Aber du bist auf der anderen Seite auch, ne? Hier steht auch so schön, du bist für die Tiere da und sorgst für die Tiere und für die Natur. Und für Menschen bist du da, um auch sie weiterzubringen, ne? Um mit ihnen zu kommunizieren, sie auf ihren Wegen zu begleiten, sie zu unterstützen. Vielleicht bist du auch Coach, vielleicht bist du auch Trainer, ne? Und kombinierst das oder bist im Sportlichen, arbeitest draußen halt, machst Yoga-Gruppen draußen oder bist draußen als Fußballtrainer, Trainerin unterwegs oder. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist hier wirklich bei den Beruf- und Finanzkarten ist für diese Woche gar nichts, irgendwas in der Negativität, sondern es ist wirklich, lebe das, was du wirklich aus tiefstem Herzen her, aus der Kreativität heraus, aus der Natur heraus, aus dieser Achtsamkeit heraus, aus diesem, ja, wirklich aus diesem Glücklichsein im Job. Lebe das weiter. Und ich sage ganz ehrlich, wenn du es noch nicht lebst, ne, ich sehe zwar die Richtung jetzt, das kann ich hier in den zwei Karten nicht sehen, dafür ist es auch ein Allgemeinorakel, wenn du es noch nicht lebst, dann mach es, weil
Das würde dich total zum Erfolg bringen. Wir haben den Mond auch darüber, ja, ne? Und vielleicht bekommst du auch darüber Nachrichten, dass du endlich das leben sollst, was du immer leben wolltest, ne? Und ne, vielleicht auch der Spiritualität auch, ne? Du bist vielleicht da auch sehr gut aufgehoben in der Selbstständigkeit. Und da denk einfach drüber nach. Und vielleicht geht das jetzt alles wirklich auch in diesen Mondphasen. Vielleicht geht das jetzt alles auch wirklich in die richtige Richtung und du bekommst darüber auch Nachricht, dass du endlich das, deine, diese emotionale, ja, diese Seite in dir, die vielleicht wirklich noch im tiefen Verborgenen, du kennst sie zwar, aber dass die auch sehr unterdrückt wird, dass die endlich gelebt werden möchtest, ne? Weil du bist ja schon für alle auch da, ne? Du bist ja auch wirklich für die Natur und für die Tiere und für die anderen Menschen auch da, du unterstützt die halt auch, ne? Und jetzt ist auch Zeit, auch ja, deiner kreativen Ader auch Ausdruck zu bringen und das nach vorne zu bringen, ne? Weil das ist das, was deine Seele auch möchte und was sie sich auch wünscht. Wie gesagt, entweder machst du schon und dann beglückwünsche ich dich wirklich von ganzem Herzen dazu. Und wenn nicht, dann geh bitte den Weg. Hab keine Angst, ne? Weil du wirst hier wirklich auch vom Erfolg begleitet. Und vielleicht musst du dafür etwas in die Wege bringen diese Woche, weil du schon vorhast, etwas zu machen, ne? In diese Richtung oder ne, vielleicht auch Selbstständigkeit oder so. Und davon bekommst du eine Botschaft, eine Nachricht, die für dich ganz wichtig ist und die für dich emotional ganz viel bewirkt. Ne? Wie habe ich gesagt, der Mond ist ja auch, ne, deutet ja auch auf Emotionalität und Gefühle auch hin. Und das ist vielleicht etwas, was dich ganz doll bewegt, auch, ne, diese Nachricht in diesem Zusammenhang. So, jetzt schauen wir noch auf deine Liebeskarten. Oh, wir haben hier einmal den Flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Und die zweite Karte nehmen wir dazu, vergeben und lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, es ist ja immer wichtig, dass wir alles dann auch nochmal zusammen auch deuten. Und die ersten beiden Karten sind ja nun mal die allgemeinen Tendenzen. Vielleicht gibt es wirklich, dass du emotional ja, eine Botschaft diese Woche bekommst, ne, wo es halt einfach wichtig ist, zu kommunizieren, vielleicht auch Liebesangelegenheiten, also auch zum Liebesthema. Vielleicht gibt es irgendwas, ja, was gewesen ist, was dich immer noch sehr stark auch blockiert, ne, um das Neue. Der Flirt ist ja das Neue und es kann auch sein, wenn du schon in der Partnerschaft bist, dann muss es kein neuer Mann sein, aber es kann sein, dass man wieder diese Unbeschwertheit halt einfach auch hat, ne. Es kann sein, dass diese Woche eine Nachricht in emotionalen Dingen auch für die Liebe halt auch kommt, ne, indem du wirklich da auch vertraust, dass ja, wenn du alte Dinge loslässt in einer jetzigen Partnerschaft, ne, um wieder neues Prickel, neuen Flirt zu erleben, das ist dann wichtig, vielleicht bekommst du so eine Nachricht halt auch von deinem Gegenüber, ob Frau oder Mann, das ist ja egal, dass du da mit arbeiten kannst, ne, dass du wirklich sagen kannst, okay, wir haben eine gute Basis, wir sind vielleicht schon länger zusammen oder, und ich vergebe hier und ich bin bereit, ja, das nochmal neu sozusagen, eine neue Basis zu schaffen für die, in Anführungsstrichen, alte Liebe, ne, und es kann aber auch sein, dass du Single bist oder dass du ja gerade jemanden kennengelernt hast, ne, und den ersten Flirt versuchen bist, ne, also versuchen, das hört sich jetzt doof an, aber dass du auf jeden Fall durch den Flirt halt was aufbauen möchtest, auch was aufbaust und hier halt schöne emotionale Nachrichten bekommst, ne, von deinem Gegenüber. Da ist es aber trotzdem wichtig, schau nochmal auch in dich hinein, nicht, dass dich etwas in dem Neuen blockiert, ne? Also sprich, wenn du jemanden kennengelernt hast, dass du irgendwas, dass sie oder er dir irgendwas spiegelt oder ein Ex-Partner auf einmal in Anführungsstrichen wieder hochkommt, durch Vergleiche etc., ne? Da ist wichtig, das dann loszulassen, wenn man sowas dann auch hat, was Neues gerade. Und wenn ihr Single seid, dann kann es sein, dass ihr diese Woche wirklich jemanden kennenlernt, ne?
Wo ihr einen Flirt habt, wo ihr einfach eine nette Begegnung habt, wo ihr so eine Anfangsphase habt, vielleicht auch beim Online-Dating kann auch sein. Aber da ist es trotzdem genauso wichtig wie bei allen, bei den anderen beiden Konstellationen, wenn ihr schon jemanden länger habt oder wenn ihr jemanden schon gerade schon kennengelernt habt, ne? Oder wenn ihr halt Single seid, ist für alle drei von euch ist wichtig, dass ihr nochmal in die Vergangenheit vielleicht kurz schaut und diese wirklich loslässt, indem ihr sie wirklich abgibt und heilt. Ne? Ihr habt eure Konsequenzen daraus gezogen, ihr habt dadurch eure Erfahrungen habt ihr dadurch gemacht, ob jetzt positiv ja, oder wahrscheinlich auch mit Negativitäten. Das soll nicht egal sein, aber das dürft ihr nicht in die neue Beziehung dann übertragen, auch nicht in den neuen Flirt, ne? Also auch in das Neue, auch wenn eine neue alte Partnerschaft aufleben soll. Bitte versucht wirklich das Alte und die Vergangenheit hinter euch zu lassen. Gebt dem Neuen, dem Flirt, ne? Also ein Flirt ist ja immer so ein Neubeginn. Egal, ob es auch eine alte Partnerschaft ist, ist wurscht. Aber man kann sich ja neu erfinden, man kann sich neu erleben, ne? Man kann sich eine neue Chance geben. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass wirklich das Alte jetzt mal ruhen darf. Ne? Dass wir leben im Hier und Jetzt, das sagt die Botschaft ganz klar. Und du erfährst mehr Liebe im Hier und Jetzt, wenn du endlich die Vergangenheit auch loslässt. Du kannst die Liebe dann auch wieder leben, die du wirklich verdient hast. Ne? Und du bekommst ja, wir haben ja hier die Tendenzen und für mich sind das jetzt die emotionalen Nachrichten, wird es auch irgendwie so in Liebesdingen auch sein. Und wenn es ja, einfach eine nette Mail ist. Ne? Denkt nicht immer direkt dran, dass es direkt der größte Liebesbrief sein muss. Das muss gar nicht sein. Ne? Es kann auch einfach im Spiegel einfach stehen. Ne? Ich bin ja immer so ein bisschen eine Romantikerin, auch wenn da im Spiegel einfach steht, weiß nicht, auch nicht schön, dass es dich gibt. Oder einfach ein Danke, ne? wenn man jemanden, keine Ahnung, mit irgendwas überrascht und man hat einen Zettel dann liegen mit einem Danke. Das ist doch auch Liebe und das sind doch auch Emotionen. Das ist doch... Da fühlen wir uns doch total schön mit, wenn wir sowas bekommen. Ne? Also denkt bitte an sowas auch diese Woche. So, dann haben wir noch eine Achtsamkeitsbotschaft für dich für die Woche. Schön, dass es dich gibt. Achtsamkeit kannst du auch in Freundschaften und Beziehungen anwenden oder auch in Gesprächen mit neuen Bekanntschaften. Höre aufmerksam zu, was dir dein Gegenüber erzählt und lass dich nicht von einem klingelnden Handy ablenken. Versuche voll und ganz für die andere Person da zu sein. So werden deine Begegnungen noch viel intensiver. Und ist das nicht auch wieder so passend? Ihr wisst ja, ich ziehe ja die Karten zwar vorher, aber ich gucke sie mir ja nicht an, sonst würde ich ja auch nicht immer mich auch mal verhaspeln hier beim Reden, weil alles immer bei mir so sprudelt und ich immer viel mehr sagen will, als ich kann in dem Moment oder aus mir rauskommen kann. Und schön, dass es dich gibt, ist doch auch wieder dieses Verbunden mit diesem Flirt. Ne? Und wenn man auch in der Partnerschaft ist und sich neu erleben möchte wieder, ne, dann ist auch das so schön, nochmal zu sagen, schön, dass es dich gibt. Ich habe da vorhin von kleinen Zettelchen gesprochen. Ne? Wie lustig ist das jetzt? Ne? Und so werden Begegnungen auch viel intensiver, ne? Indem man einfach ja auch signalisiert, auch einer Kassiererin, einer Kassierer im Supermarkt, wenn man anlächelt, wir sind doch froh, dass es die gibt. Oder einem Müllmann oder einem Postboten mal ein Lächeln schenkt und einfach damit auch diese Dankbarkeit ausstrahlt, dass wir froh sind, dass es diese Menschen gibt, die das alles erledigen für uns, weil das nicht unsere Kernkompetenz im Job ist. Ne? Und deswegen ist es doch einfach schön, wenn man dann einfach mal ein Lächeln gibt oder einfach mal ein Danke sagt. Ja, das waren eure Wochenbotschaften. Ich hoffe, ihr macht was draus. Ich hoffe, ihr konntet euch damit auch ein bisschen dann identifizieren, wenn ihr nach der Woche dann Resümee zieht. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns beim nächsten Orakel dann wiedersehen. Bis dann. Alles Liebe und ich drücke euch. Tschüss.